So, ganz kurz warten. Dauert einen Moment, bis der sich verbunden hat. Dann können wir nämlich hier gleich loslegen. So, Lautstärke hier passt auch. Das kann ich auch nochmal ganz kurz überprüfen. Die passt mit 3. Mein Handy sagt mir, ich bin online. Glaube ich. Aber ich bin noch in dem Spiel hier drin. Mal raus da. Ja, Twitch Mobile Live Board. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen hier am Freitag, den 28.04. um 19.11 Uhr zum Minecraft-Geström mit mir, dem guten Universary Gaming. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe heute Nico bei mir. Moin, moin. Und wir versuchen jetzt heute mal, dass wir ein bisschen was auf die Reihe gestellt kriegen. Und ja. Der Nico, der möchte heute mal ein bisschen sich probieren mit Forestry von Minecraft. Da gucken wir dann nachher auch mal vorbei. Und wir machen weiter und bauen eine Monsterfalle. Ich weiß zwar noch nicht so ganz wie und was, aber wir werden mal was Schönes bauen, da bin ich mir sicher. So, Musik läuft. 34 FPS haben wir, das ist auch toll. Erstmal hier den ganzen Murks hier ausblenden. Ich hab 60. Ja, das ist schön für dich. Hast du zufälligerweise, du kannst mal gucken, wenn du in Einstellungen einfach das Smooth Lighting ausmachst. Warte kurz. Smooth Lighting soll ich auch ausmachen. Ja, Video Settings und dann Smooth Lighting. Ja, habe ich auf Maximum. Ja, mach das mal aus. Das ist dieses, damit das Licht besser aussieht, aber das ist so unnötig. Da kriegst du mal locker 30 FPS raus. Jetzt habe ich gerade erstmal einen Chunkfehler gehabt. Hier fehlen doch schon wieder Bilderrahmen an den Dings, an den blöden Deep Storages. Oh, guck mal, was ich geschafft hab. Naja, unfassbar. Ja, krass, ne? Naja, der Sarkasmus ist kaum zu übersehen. Unfassbar. 38 FPS, also wirklich das Smooth Lighting auszumachen, bringt's bei mir ja nicht wirklich. Was kann man denn hier noch so machen, dass das Ganze... Hast du Graphics auf Fancy oder Fast? Auf Fast. Und mach die mal, achso, okay. Ja, mach die mal auf Fancy, genau, mach die mal auf schön, dann leckt's ja noch mehr. Aussehen kann man aus, das ist normal. Ich weiß nicht, aber eigentlich dürftest du eigentlich einen besseren PC haben als ich so. Ich habe auch eine relativ alte Grafikkarte. Wenn ich V-Sync anmache, dann habe ich noch weniger FPS. Mach mal V-Sync aus hier. Unfassbar. Eigentlich schon, ne? Aber irgendwie... Aber egal, bei Minecraft macht ja sowieso kein Rechner einen Absatz. Eigentlich habe ich einen deutlich schnelleren Arbeitsspeicher wie du, aber irgendwie... Wie viel Hertz hast du? 2400 Megahertz habe ich. Habe ich auch. Von G-Skill ist meiner. Ich weiß gar nicht. Ja, aber ich hab auch noch ein Texture Pack drin. Gut, ich nicht. Ich schon, ich habe das in Vectus habe ich drin. Braucht das nicht unbedingt. Ich bin nicht so der Texture Pack Fan eigentlich. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass hier Chatty mir dann gleich mal sagt, dass ich online bin. Eben das eine war. Dann brauche ich noch dieses Large-Ding. Falls du dich übrigens gerade fragst, was Chatty ist ein Programm, das quasi den Chat von Twitch auf dein Desktop zieht, damit du halt nicht jedes Mal Chrome oder irgendwas offen haben musst, damit du halt siehst, wer was schreibt. Mhm. Damit kannst du dir auch anzeigen, wer dir folgt und so weiter und so fort. Da siehst du im Grunde genommen alles. So, ich bin online. So eine große Binding-Pattern hast du noch nicht gebaut, oder? Kann das sein? Wenn ich was gebaut habe, dann liegt das alles in der Pattern-Chest drin. Okay, dann machst du das noch nicht. Okay, kein Ding. Das brauche ich nicht mehr. Dann mache ich als nächstes den Axtkopf. Was brauche ich dann? Guck ich lieber nach. Ehrlich gesagt brauche ich das auch gar nicht mehr, weil ich habe mittlerweile schon ein Draconic-Schwert. Ja. Ich habe mir mal eins gegönnt. Hast du mir eins gegönnt, sagst du? Ja. Okay. So, hier habe ich offscreen mal aufgeräumt. Meine lieben Freunde, nochmal an alle herzlich willkommen zum Minecraft-Geström am Freitag. Geström, Alter. Kauf dir mal eine Tüte Deutsch. Nee, das ist extra so. Ich gucke ja nebenbei, auch Tales Gaming. Und ja. Der sagt auch immer Geström. Von dem kommt das, daher habe ich das. So. Okay.
Jetzt hier mit Smooth Lighting aus. Vielleicht haben wir dann da noch bessere FPS. Aber irgendwie nicht so. Mach das mal wieder an. Als ich das ausgemacht habe, hatte ich direkt 60 FPS. Ja, ich habe mit oder ohne ist wurscht. Ich habe so oder so habe ich 60. Ist relativ wurscht. Kann ich auch anlassen. So. Ich glaube aber, dass meine Grafikkarte nicht so ganz da mit dem Murks da klarkommt. Was für eine hast du eigentlich aktuell jetzt? Ich habe eine 480. Ja, RX. Okay, die will ich bis zufrieden? Also zufrieden eigentlich schon, aber die hat dafür, dass das eine neue Grafikkarte ist, hat die extrem viele Probleme, zum Beispiel mit Minecraft. Ich kann mit DX3 kann ich kein Minecraft aufnehmen und ich weiß aber, dass Debitor und so weiter und so fort, dass die alle mit OBS, mit DX3 Minecraft aufnehmen. Das müsste also rein theoretisch gehen. Wenn ich es aber mache, dann habe ich immer wieder so weißes Flackern drin im Bild. Ey, da wird kein Epileptiker froh, ich sag's dir. Ach so, ja. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, kann ich dir nicht sagen. Bin da selber ein bisschen verwirrt, warum das so ist, aber es ist so ein bisschen doof, aber nehme ich halt mein OBS auf, da habe ich das Flackern nicht drin. So, vom letzten Stream bis zum heutigen Stream ist eigentlich nur ein bisschen was passiert. Ich habe hier unten, Last Furnaces aufgebaut und hier drüben habe ich Coke reingebaut. Da haben wir auch schon so ein bisschen Koks. Whole Coke. Und was habe ich noch gemacht? Bin mir gerade unschlüssig. Ich habe den Upgrade Modifier gebaut von Draconic Evolution. Wenn ich den das letzte Mal noch nicht hatte, ich weiß es nämlich nicht. Damit kann man die ganzen Sachen hier upgraden von Draconic Evolution. Brauche ich jetzt aber nicht, weil ich habe noch nichts, was ich wirklich upgraden kann. Ich habe das Haus komplett abgerissen, das andere. Da steht nichts mehr, nur noch die Eingangstüren. Das ist das Einzige, was da noch übrig ist, da hinten, sonst steht hier nichts mehr. Ich habe das Ding komplett im Erdboden gleich gemacht. Eine Rüstung hast du auch nicht, ne? Ja. Braucht man die? Weiß nicht. Also ich laufe hier die ganze Zeit ohne rum. Ich habe jetzt momentan mal eine an, weil die habe ich mir halt aus dem System habe ich mir die rausgefischt. Aber normalerweise renne ich ohne rum. Brauche normalerweise keine. Hast du noch irgendwo Never Stars? Das ist genau das Problem. Ich würde jetzt ganz gerne mal in den Nether gehen und würde da mal ganz gerne meinen einen Spawner aufbauen, meinen Skelett Spawner und dann können wir da draußen nämlich da unten mal eine wunderschönes Wither Skelett Farm bauen. Mhm. Und dann können wir uns nämlich ein paar Nether-Sterne können wir uns da kloppen gehen. Draconium-Ingots sind nämlich genug da. Fressen wirst du hier nicht finden, dann musst du zurück ins Haus. Oh, wow. Musst im Haus links gehst du durch die Haupttür, gehst dann direkt rechts rum und dann direkt wieder rechts. Und da kommst du in die Küche. Boah, Skelett, Alter. Geh mal mir weg hier, Alter. Was wollte ich jetzt noch machen? Hier unten sind auch Experience-Popel, 16.000 Stück. Das heißt, die Farm funktioniert. Rechts oder nochmal rechts? Rechts und direkt wieder rechts, die erste. Ach, ja, okay. Dann ich einfach mal 16 Stacks, mir das reichen. Wird dir wohl reichen, das kannst du dir mal in den hohlen Kopf kloppen. So. 751 Draconium-Ingots haben wir. Mhm. Ah, hier ist noch das Rezept übrig für die Kohleblöcke. Ich mittlerweile nicht mehr brauche. Ich werde mal ein bisschen Netherrack mitnehmen, weil dann bauen wir das Ganze nämlich aus Netherrack. Da haben wir so ja die gute alte Farben. So, wie waren das jetzt nochmal genau das? Das klar, das. Das war das. Das war das. Das war genau, das war das. Und das war das, ja genau. Wenn ihr nicht wisst, was der gerade labert, ich weiß es auch nicht. Ich bin mir da unschlüssig. Du kennst ja die ganz normalen Forestry-Farmen, ne? Ja. Die baut man ja auf, aber in der Mitte ist quasi ein Block. Lass mich nachdenken, ich glaube 3x3x3 oder so. Muss ich da mal gucken, einfach ausprobieren. Und außenrum hast du ja diese Fläche mit den ganz normalen Farmblocks, wo dann drauf die Erde und so ist, ne? Ja, da kannst du schöne, wunderschöne Tree-Farmen drauf bauen. Genau, und jetzt habe ich mir gerade angeschaut, Farm Control halt, und das sind diese, und Farm Valve. Valve ist dann für Wasser und Flüssigkeiten und so. Mhm. Die Hedge ist dann für Items zum Rausholen.
Oder die Gearbox, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, das muss ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob man die Gearbox überhaupt. Die Gearbox ist zum Antrieb, die brauchst du, weil sonst kriegst du keinen Strom rein. Genau, da war die Hatch, war das die Klappe für die Dings, für die Items und die Farmblocks waren halt das, womit man auffüllt im Endeffekt. Genau. Mit dem Hatch ziehst du, glaube ich, auch raus. Rein und raus per ein Block, glaube ich. Ich hab eine Enderperle. Wenn du das Zeug aufbaust, das braucht ja Strom. Zum Erzeugen erstmal, ne? Im Keller unten, wenn du die Treppe runterläufst, auf der rechten Seite steht ein Tesseract. Da kannst du die Leitungen weiter nach hinten ziehen. Hast du für Enderperlen irgendwie was Bestimmtes oder einfach ins System reinbauen? Einfach ins System rein, die kommen direkt in die Deep Storage. Das ist gar kein Thema, das wird direkt einem einsortiert. Gut, dann mal gucken, wie funktionieren das hier nochmal. Wie waren das? Ah ja, genau. Hast du einen Termionic Fabricator irgendwo? Ich habe mit Forestry noch gar nicht angefangen. Ach so, ja, okay, gut. Ich habe in der, offscreen habe ich mir mal Dings angeguckt. Botania. Da war ich bis jetzt aber auch noch nicht wirklich weit. Da können wir auch mal ganz kurz machen. Aber was wir als erstes machen, ist, dass wir runter in Nether gehen und bauen die Farm. Das machen wir zu zweit. Und dann kann ich dir mein Draconic-Schwert geben. Dann kannst du da unten mal ein bisschen was farmen gehen, wenn du Bock hast. Währenddessen setze ich mich ein bisschen mit Botania auseinander. So, das war das. Genau, das brauche ich Bronze. Genau. Boah, ich mach mal nochmal Bronze, Alter. Bronze ist eine Mischung aus Kupfer und Tin, glaube ich. Ich schau gerade mal. Ich brauche ganz viel Bronze. Auf jeden Fall. Du hast doch 89, ich weiß nicht, ob die reichen. Ich denke, es könnte aber sein. Okay, gut, das war. Wo waren da jetzt? Ja. Genau das war so. Genau, das kein, ist. Kein Tin oder was? Doch, da oben. Ich war gerade leicht verwirrt. Genau. So, hier. Also im Grunde genommen ist der Reaktor drüben, um es auch für dich nochmal zu sagen, Selbstversorger. Der wird durch sein E-System automatisch mitversorgt. Okay. Kannst mal in seinem E gucken, da dürfte jetzt wieder ein bisschen mehr drin liegen. Der hat mir das Kupfer jetzt rausgezogen und hat das nicht so gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. Wäre ja auch zu schön gewesen. Kennst du das? Das wäre ja auch zu komfortabel gewesen, wenn das jetzt mal ausnahmsweise direkt funktioniert hätte. Unfassbar. So, genau so war das. Das war da. Bam, bam, bam. Massenproduktion. Bronze Ingot. Lass doch mal hier die ganzen Öfen durchgucken, nicht dass hier dann gleich irgendwo ein Überschuss entsteht. Hast du irgendwie einen Ofen zum so reinballern? Wenn du einen Dings baust, was brauchst du, einen Dingsmelder oder einen ganz normalen Ofen? Kannst du hier hinten um die Ecke und kannst den Scheiß einfach in die Redstone Furnace das hier reinballern. Um die Ecke. Einfach hinten in die Verarbeitung rein, einfach reingeballert in die Öfen. Okay. Lande dann halt alles wieder im ME-System, aber das ist ja nicht schlimm. Nö, davon kann man gleich mal ein paar mehr machen, brauche ich bestimmt noch was. So, hier einfach, genau, das ist richtig. So, machen wir mal ein bisschen Bronze für unseren Minjung. Der braucht ja ein bisschen was. Chest brauche ich dann noch. Rein damit. Chest. Und ab dafür. Wird es scheißegal welches, da das Rad passt mir. das, genau. So. Dann Gold. Gold, Gold, Gold. Also haust dann 64er Stack da rein und nicht mal 2 Sekunden später, so nach dem Motto, ist das fertig. Die Dinger sind so schnell. Und am Anfang musst du Jahre warten, bis der Scheiß fertig ist, so. Alter. Unfassbar. Es ist halt so. Eiskalt.
Man möchte es nicht glauben. Hinten, nein, und unten durch. Um mal einen alten Spruch wieder rauszuleiern. Hinten, nein, unten durch. Unfassbar. Alter, da hat man viel Spaß an dem Tag, ey. Ja, ne? Unfassbar. So. Ich hoffe mal, dass das Bronze dir reicht. Dürfte ja genug sein. Ja, ich brauche gar nicht so viel. Ich habe jetzt erstmal welches gemacht. Mach mal 1000. Pff, kein Ding. Da kommt noch mehr. Das wird ja gerade noch rausgesaugt. Ach, jetzt sind wir fertig. Schön. Ich brauche nur ganz viel Tin und Redstone im Endeffekt. Tin haben wir genug, Redstone haben wir auch genug. Also da dürfte keinen Ressourcenmangel haben. So, wir gucken mal ganz kurz in eine Hölle. Hast du irgendwo noch ganz kurz Strom zum Anschließen? Weil da ein paar Leichter, nehme ich mal ein paar rein schon. Das Ding braucht Elektrizität. Da kommst du mal mit. Jo. Und gehst mal mit ins... warte mal. Lauf mal schon mal ins Haus, in den Keller rein. Ich komme gleich nach. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch Kabel habe. Hast du auch einen E-Anschluss zufällig? Nein, den wollte ich mir noch ziehen. Meine Idee war halt, weil da hatte ich mal einen hier mit auf dem Server gehabt, der meinte, dass man mit Logistikpipes einen Wireless-Anschluss auf das System legen kann, wo halt dann auch in anderen Dimensionen funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie man genau man sich das zusammenstellt. Dann hätte ich nämlich damit Wireless gemacht. Hier hinten ist der Tesseract. So. Ja, Wireless ist auch cool. Und dann kannst du das nämlich hier gerade dran stellen. Einfach irgendwo? Einfach irgendwo ans Kabel vorne dran. Egal wohin. So. Deswegen habe ich das Kabel ja gerade nach hinten durchgezogen. Weil ich möchte halt ehrlich gesagt nicht dieses ganze diesen ganzen Wireless-Kack da anfangen mit meinem E. Weil das zieht so verdammt viel Strom, wenn du die ganzen Upgrades-Karten da reinschmeißt. Dann ist der Reaktor gleich wieder leer. Und die Energie für das Ding brauche ich halt für die ganzen Quarries und dass hier alles am Laufen bleibt. Mach halt einen extra Reaktor fürs ME. Ja, das ist aber auch wieder Schwachsinn. Nicht Aluminium, ich brauche Zinn. Boah, ich will gar nicht wissen, wie lange ich da an dem scheiß Reaktor gesessen habe, bis der fertig war, Alter. Das ist echt unfassbar. Er hat so viel Ressourcen gefressen, da hat nebenbei hat noch ein Reaktor gelaufen und immer wieder auf Leerlauf habe ich dann da weiter produziert mit dem Mist. Echt unfassbar, man möchte es nicht glauben, ne? So, ich verschwind mal ganz kurz in den Nether. Vorher hole ich mir aber hier die Enderperlen hier vorne. Ja. Kannst du nochmal mit der Smeltery vielleicht ein bisschen Endstone produzieren? Wenn du das gerade mal machen kannst. Und hier bei dem alten Haus, hier stehen ja die Ender-Lily-Seeds, ne? Dann da einfach nochmal ein bisschen was in den Boden reinkloppen, weil dann kann ich die anderen, die ich dann noch habe, da auch gleich mit hinsetzen. Jo. Also. Die kommen da auch noch weg, die setze ich auch noch irgendwo anders hin. Ach fuck, da hinten muss ich hin. Wir können nachher, wenn du Bock hast, dann auch nochmal in den Twilight Forest. Ach so, ja. Servus Submo 300. Moin. Was ist das Schöne jetzt hier mit, mit Chatty sehe ich das halt hier. Wer jetzt hier halt online ist und wer halt schreibt. Unfassbar. Ich hab mir gerade gedacht hier, warum der eine da vom A-Team, der Dunkelhäutige, warum der hier rumläuft, keine Ahnung. Und dabei war es ein Zombie-Pigman, der dann erst nachgeladen hat. Unfassbar, Alter, echt unfassbar. Alter. So, also, genau, das also kannst du den, du kannst dir den ganzen Nether jetzt quasi so vorstellen, Nico, es ist alles voller Erde. Ja, also, hat sich erledigt. Unfassbar. Aber wahr. Unfassbar, aber wahr, meine Freunde. So. Ich, nur mal so zur Info gerade, ich suche übrigens die Pumpen, die ich hier offscreen aufgestellt habe. Das ist immer so ein bisschen so eine langwierige Arbeit von mir, weil ich markiere die nicht immer. Und dann habe ich nämlich immer das Problem, dass ich die dann wieder suchen muss, die Scheißdinger. Die Enderpearl kann man da einfach neibumsen, genau so war das. Machst du es mit Sensor oder Obsidian? Guten Abend, Fluffy Magic. Abend. Mit was? Hier, wie heißt das? Sandstone oder Obsidian? Die Endstone.
Also wenn du mir jetzt damit noch anfängst, Alter, es ist mir eigentlich scheißegal. Wir haben so viel, wir haben über 400.000 Obsidian haben wir, glaube ich, in der Deep Storage drin, Alter. 309.000. Scheiß drauf, ist genug. Das ist mehr, als wir jemals verbrauchen können, Alter. So viel kann ich gar nicht mehr verbrauchen. Das ist alles, das ist die ganze Lava gewesen, die ich am Anfang aus der Hölle gepumpt habe, weil ich den scheiß Tank noch nicht hatte. Das habe ich alles zu Obsidian gemacht. Wie viel Endstone magst du denn haben? 64? Ja, 64 muss es nicht sein. Dann mach ich mal 16. Ja, 16 dürfen erstmal reichen, denke ich. So, ich suche immer noch die Pumpe und ich finde sie nicht. Wo habe ich die denn hingestellt, verdammte Kacke? Sag mal, wo steht denn die Pumpe? Also, haltet mich jetzt bitte nicht für dämlich, aber ich finde die Pumpe nicht. Ich werde doch irgendwo die blöde Pumpe hingestellt haben. Jetzt sag mal an, wo steht denn die? Bin noch nicht auf den Kopf gefallen, oder? Doch. Ja, man, darüber kann man sich jetzt streiten, ob ich auf den Kopf gefallen bin oder nicht. Irgendwo müsste die Pumpe aber stehen. Ich weiß es. Es müssten zwei Pumpen hier unten stehen. Die habe ich aufgestellt und finde sie nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Der Chris ist echt ein Genie. Unfassbar. Ich glaube, hier hinten irgendwo steht eine und da vorne irgendwo. Wenn das nicht... Doch, da hinten steht sie. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie. Oh, no. Dankeschön. Vielen Dank. Möchten Sie abnippeln? Danke. Diese blöden Zombie, diese blöden Fledermäuse immer, die dann ankommen und explodieren. Das ist voll für den Arsch. Ja, moin. Das sind schon wieder Hedge-Spiders. Servus. Du bist auch tot. So, nehmen wir mal das Ding mal hier mit. Le Pump und Le Chunkloader und Tesseract. Nehmen wir alles schön mit. Wo haben wir es? Da haben wir es. So, rein damit. Jetzt sammeln wir die zweite Pumpe auch noch ein und stellen die gleich wieder auf. Fuck doch die Wand an. Jetzt hab ich vergessen, ob sie dann rein zu tun, ey. Scheiße. Jetzt hab ich einen Block auf Ender. Geil, Alter. Freut man sich doch. Da geht dir das Herz auf. Das ist wirklich wunderbar. Das ist Liebe für die Sinne. Man möchte kaum etwas sagen. Weil man sich selber schon beleidigt fühlt, weil man was falsch gemacht hat. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. So, wo ist jetzt die zweite Pumpe? Wo ist sie? Ich glaube, ich gehe mir gleich einfach Fettburger holen, Alter. Unfassbar, Alter. Ja, erstmal zum Mc's um die Ecke rennen, oder was? Nein, wir haben, meine Mom hat Burger gemacht. So, deswegen. Achso, zum selber bauen. Ja. Ah. Ja gut, ich könnte auch in 20 Minuten zum Maggis immer wieder hier sein. Burgerbausimulator? Das ist dann so der McDonald's-Simulator für Arme. So. Ja, weil du die Burger, die du baust, die kannst nicht essen, deswegen für Arme. Unfassbar! Bloß nicht den Tesseract kaputt machen hier, der war teuer genug. Wobei, teuer ist jetzt kein Ausdruck mehr, wir haben die Ressourcen ja sowieso überhand, alle daheim rumfliegen. Das dauert aber so lang, ey. Ja, gut, die sind dann vor ein paar Minuten sind die gemacht, die Dinger. Ja, ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, wir haben bestimmt schon 16 Stück auf der ganzen Welt verteilt stehen. Alleine 3 am Reaktor. Dann habe ich für zwei Quarries habe ich jeweils 2 Stück, dann bin ich bei 5. Fuck, Alter. Dann habe ich das ME-System, das hat einen. Dann bin ich bei 6. 7 im Haus ist noch einer. Alter, ich bin so eine 8, 9 für die Pumpen. Ja, ich glaube, ich habe bestimmt schon so 16 Stück gecraftet. Ich habe ja hier habe ich ja auch noch einen drin. Damit ist der zweite Fehl des Tages erreicht, Alter. Ich, weil bei einem Thermonic Fabricator, da laufen die nicht automatisch durch, sondern du musst die rausklicken. Deswegen bin ich gesagt, wieso geht das nicht voran, Alter? So, damit haben wir unsere zwei Pumpen eingesammelt und jetzt machen wir den Rest hier von dem Lavasee auch noch weg. Och, Mensch. Hau doch mal ab, du blöde Fledermaus. Sonst fledere ich dir auch gleich eine Maus. Was ein Spruch, sonst fleder ich dir auch gleich eine Maus. Ja, what the fuck, Alter. Das glaubt mir auch keiner.
Was denn? Ja, dass ich dir gleich eine Maus fleder. Und durch, sagst du? Ja, so in etwa. Wer weiß das schon. So, gehen wir mal hier auf 8 Chunks und dann, oder 9, und der Rest, der regelt sich ja hier von selber. So, wie heißt denn der Kack nochmal genau? Wie heißt denn der Kack nochmal genau? Unfassbar. so. Wieder so eine. Ey, egal wo ich hingehe, überall kommen diese Scheiß, diese Scheiß Bats hier kommen da angeflogen da. Die immer knallen im Nether, weißt schon, welche ich meine. Auf wie viel hast du eigentlich deine Maus eingestellt? Keine Ahnung, auf wie viel die steht. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich hab die einfach immer auf Hyperspeed, weil es mir sonst viel zu langsam ist in Minecraft. Ich hab die auch in jedem Spiel übel hoch. Ich kann die nicht so hoch haben. Ich kann die gar nicht haben, wenn die so schnell ist. Dann komme ich nämlich mit dem Denken nicht hinterher. Mein Hirn hat eine zu hohe Latenz. So. Wow, Zombie fick ins Knie. Oh, yo. Wo stellen wir denn den anderen Ding, die andere Pumpe hin? Ich bin gerade noch am Überlegen. Gleich hier hinten, das wäre auch nicht schlecht, weil dann kann ich da den nächsten Quarry durchrennen lassen. Ich hab einen Hammer gemacht, aber keine normale Spitzhacke. Ich Profi. Du bist auf jeden Fall ein Profi, ich möchte nichts sagen dazu. Vollprofi. Hast alles im Griff, gell? Auf jeden Fall. Ach, das ist doch kacke, ey. Kann man sehen, wie man will, ob das kacke ist oder nicht. Nee, ich hab hier... Also ich zu meinem Teil hab lieber alles im Griff, als alles nicht im Griff zu haben. Weißt ja, wie das ist, ne? Ist ja ganz schnell passiert. Hinten ein, unten durch. So. Wie viel Spaß wir an dem Abend hatten, ey. Das ist ja unfassbar. Ich weiß. Unfassbar. So. Hier hinten kann ich dann, glaube ich, auch noch einen hinstellen. Ich glaube, hier hinten wollte ich ihn sogar hinstellen. Wo bleibt die Musik? Hallo, Windows Media Player? Ah, da sind wir zu Hause. Alter. Raus, ey. Im Windows diese schwulen Windows Media Player, Alter. Ja, zum Musikabspielen hier im Hintergrund vom Stream reicht da gerade noch so. Noch ein Stück weiter vor. Bin gerade leicht verwirrt. Aber ich glaube, ich bin hier an der richtigen Adresse. Lindenstraße 35, ich glaube, das ist die richtige Straße. Unfassbar, Lindenstraße war damals mal eine Serie, gell? Ja, Alter, richtig geil. Unfassbar, ich kenne die. Die hat über 1000 Folgen, ne? Ich weiß es nicht, ich habe die Serie nie geguckt, meine Mutter hat die immer geguckt. Die hat über 1000 Folgen, diese Serie, Mann, das ist voll krass. Meine Mutter hat das immer geguckt, mein Vater ist immer ausgerastet, wenn das gelaufen ist. Unfassbar, man möchte es nicht glauben, ey. Unfassbar. So. Da guckst du schon wieder die Lindenstraße. Unfassbar. Ja, guckst du schon wieder die Lindenstraße, oder was? Hey! Scheiße, Mann. Der Gast hier, der guckt auch die Lindenstraße. Der feuert mir schon wieder ab hier, die Sau. Unfassbar. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier mit der Lindenstraße, Mann. Mit deinem Unfassbar, Alter. Unfassbar, Alter. Belastend, ey. Echt unfassbar. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf dem Trichter mit unfassbar bin, aber das Wort ist schon leicht nice, Alter. So, warte mal, wie heißt es? Alter, bitte habt ihr... Ach, war ja klar, ey, dass du wieder... Alter, dass du mit 2,1 Millionen Bricks willst, wie eigentlich verarscht. Als Stone. Hast du irgendwie wegen im normalen Standard Minecraft Ofen irgendwas gebraten oder was? Das hat damit zu tun. Du kennst doch die Pumpen, die Ender Thermic Pumps. Die bauen, ja. die ersetzen doch alles, was die wegpumpen mit Stein, ne? Weiß ich nicht, ja, kann sein. Ja, und deswegen ist in Nether überall, wo normalerweise Lava ist, ist fast überall mittlerweile Stein. Weil ich da überall Pumpen durchjage. So, und dann lasse ich später den Quarry mit Silk Touch Upgrade drüber rattern und jetzt weißt du, woher die ganzen Steine kommen. Weil du kannst im Nether, kannst du ohne Silk Touch die Ores nicht abbauen. Ja, weil ich sonst hochgehe, ne? Richtig, deswegen den ganzen Quarry mit Silk Touch Upgrade, weil sonst bringt das nichts. Alter, ich geh mir kurz das Essen noch nicht unter vor, mal hart strullen, ey. Da hat einer Hunger. Ja, Druck auf der Blase, ey. Und Druck auf der Blase. Er soll bloß aufpassen, dass er nicht gleich los.